Alright, 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 Leute, ich bin wieder zusammen mit den Lauchboys für eine neue Folge Lauchtalk. Mal ausnahmsweise nicht nur dummes Rumgelaber, sondern wir wollen heute mal ein bisschen dumm rumspielen. Wir spielen heute, wer bin ich? Für die? Ja, an uns. Die ganze Zeit. Wir machen nichts anderes, eine halbe Stunde lang live. Okay, super Anfang. Das ist jetzt News, als das wir egal. Ja? Ja, okay, wir spielen, wer bin ich? Und zwar, jeder von uns hat von den beiden anderen Personen eine Person zugesteckt bekommen, aber die Person weiß nicht, was es ist. Das heißt, für mich ist es so, dass Bart und Stan sich besprochen haben, ich bin eine fiktive Person und ich muss erraten, wer ich bin. Ich muss immer fragen, sowas wie, bin ich männlich? Und wenn ich dann als Antwort ja bekomme, darf ich noch eine Frage stellen. Moment, du bist nicht zwangsweise fiktiv, oder? Fiktiv oder real, ja. Ja. Irgendwas. Okay. Jetzt weiß ich bin real. Bist so, du nicht so smart, Bardo. Ja, toll. Ja, okay. Okay, wenn man mit Nein beantwortet, ist der Nächste dran. Wir machen jetzt einfach eine Reihenfolge. Stan als Erstes, dann Bardo, dann ich und dann immer wieder im Kreis. Darf man einfach Namen droppen ohne Bestrafung? Ja, aber wenn du es dann hinbekommst, dann Glückwunsch. Ey, sagen also, wenn du jetzt ganz einfach einen Namen droppt, also ohne irgendeinen Anhaltspunkt, wenn ich jetzt in der ersten Runde sage, bin ich Hitler oder so, dann habe ich eine Runde, wo ich aussitzen muss als Strafe, weil das ist sonst einfach nur lame, machen oder? Wir? Okay, gut, wenn man Namen droppt und es ist falsch, muss man eine Runde aussetzen. Und das Bonusregel, man darf keine Nicht-Fragen stellen. So wie bin ich nicht Afrikaner. Das hat Bardo ganz gerne. Das ist bin so ich scheiße. Nicht. Ja, aber da kann ich fragen, bin ich nicht Afrikaner? Und dann sagst du ja und dann weißt du, ich bin Afrikaner. Und dann, ja. Ja, dann weißt du nicht, ja, ich bin nicht Afrikaner oder ja, ich. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Also keine Nicht-Fragen, egal. Und ja, wir blenden jetzt kurz ein, wer was ist. Wenn ihr mitspielen wollt, einfach kurz 10 Sekunden die Augen zu machen. Wir sagen dann, wenn ihr wieder hingucken könnt. Und falls ihr coole Vorschläge habt für Personen, die wir sein können, für eine zweite Runde vielleicht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Okay, jetzt könnt ihr wieder die Augen aufmachen, ist es wieder weg. Und ich würde sagen, Stan fängt direkt an. Wen muss ich denn fragen? Du musst generell fragen. Frag einfach generell, wir wissen es ja beide. Achso, ja. Ihr wisst es ja beide. Okay. Bin ich real? Nein. Gut. Nächste. Bardo. bin ich real? Nein. Alter, ihr Schweine. Okay. Bin ich real? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. Bin ich männlich? Ja. Ja. Wie denn? Ja. Ja, nee, du bist männlich, klar. Was bin ich heißt YouTuber? Ja, nee, du bist männlich. Ja, du bist total, der ist männlich. Ja, du bist total männlich. Bin ich YouTuber? Ja. Bin ich Herr Tutorial? Nein. Nein. Das hast du eine Runde aussetzen, du Vogel. Ich dachte wegen dem ja. Warte, setzt aus. Okay, ich bin dran, ne? So, also das heißt, ich bin fiktiv. Spiele ich in einer Serie? Ja. Aber ja. Ja, ja. Okay, das war ein langgezogenes Ja. Eigentlich schon ja, wir sind nur dumm. Ja, aber es hilft dir nicht weiter, glaube ich, so krass. Ja, egal. Gut, ich weiß schon mindestens, dass ich in den Fernseher laufe. Sag ich mal so. Du musst ja fragen. Okay, ich bin also nicht im Fernseher. Bin ich gesagt. Oh Mann, wie leicht ihr zu manipulieren seid. Ja. Ich muss nicht mal Fragen stellen. Bin ich YouTuber? Nein. Gut. Du bist nicht mal echt? Hä, du bist so fiktiv. Ja, es gibt auch auf YouTube fiktive Figuren in den Nasen. Fiktive, das kommt irgendwann. Gibt's du nämlich einen Dönerbuden Ali zum Beispiel ist fiktiv, Mann. Ja, aber das ist trotzdem ein Blali. Ach du meinst, ja, das stimmt, das wäre eine fiktive Person von einem YouTuber. Das wäre zu kompliziert. Okay, Bardo. Ja. Ich bin fiktiv und Stan hat sich ausgedacht, wer ich bin, ne? Ja. Ja. Okay. Muss jetzt mich in Stans Intellekt reinjumpen. Frag einfach. Intellektuell. Ich bin aus einer Serie. Ja. Ja. Ich hätte das Gefühl, müssen bin ich aus Breaking Bad? Nein. Oh. Stan, du musst eine Runde aussetzen. Ja. Nee, warum? Er nicht? Ich muss doch, nicht. Er hat einen Namen gedroppt. Nein. Nee. Das bin ist ich nur, aus wenn ich der Serie. Sage, das darf also, nee, gesagt, da, bin ich Walter White, dann bin ich Breaking Bad. Ja. Stan, du bist so, ich bin dran. Okay. Warte mal, ich bin. Spiele ich im Film mit? Stimmt. Nee. Aber doch. Glaube ich nicht. Also ist egal. Ich kann es eben mal nachgucken, aber du bist nicht aus dem Film bekannt, sagen wir es so. Also nein. Sagen wir nein. Ich bin fiktiv und. Also kann ich. So, was willst du haben? Willst du ja oder nein? Kannst du aussuchen? Ja, nee, sagen wir nee. Nein. Nee. Das ist nicht das Primäre. Du kannst die Frage ein bisschen umformulieren. Also nein für Stan. Ja, nein. Dann ist okay, Bardo.
Also, okay, ich bin fiktiv. Oh, habe ich gefragt, ob ich in einer Serie mitspiele? Ja, du hast ja, dann gefragt, ne? Ob du in Breaking Bad bist. Okay, ich muss mir das mal aufschreiben. Du hast gefragt, ob du in Breaking Bad bist. Schreib mir das jetzt auf. Aufschreiben ist smart, mach ich auch. Ach, wenn ich sage, ich muss aufschreiben, dann lacht ihr, aber jetzt. Bin ich männlich? Ja. Ja. Die Serie, in der ich mitspiele, ist sie noch aktiv am Laufen? Ja. Ja. Ach, Stan, ich hasse dich. Zu einfach. Mag ich die Serie? Ja. Wissen wir nicht. Oder? Echt? Ich glaube schon. Ich weiß, ja, tust du, ja, tut er. Okay, dann ist Walking Dead schon mal nicht dabei. Weil die mag ich nicht so doll. Was guckt's denn? Ich gucke alles. Und nicht fragen gehen nicht. Fuck. Wir müssen noch ein zweites dringend direkt hinterher machen, oh, dass wir schon kommen. Es gibt keinen Film von mir. Doch. Ah, das war keine Frage! Ja, dann hätte ich Nein gesagt. Ja, eigentlich ist es Nein. Also, eine Nicht-Frage gestellt. Du musst Nein sagen. Es gibt einen. Und deswegen ist Barry jetzt nicht mehr dran. Aber Barry muss aussetzen. Weil ich die Frage quickie formuliert habe, setze ich noch eine Runde aus. Also, es gibt einen Film. Ja, aber ja. Du hast falsch rumgefragt. Also, ja, ich setze eine Runde aus, deswegen. Okay, ich bin, kann man zusammenfassen, ich bin ein männlicher YouTuber. Mhm. Ja. Habe ich über 1 Million Abonnenten? Nein. What? Nein. Okay. Okay. So, warte. Ich bin vielleicht fiktiv. Ist ja genau 1 Million. Kann ja auch sein. Maybe. 9999999. Bam, das wäre echt fies. Oh Gott, ey. Das wäre echt fies, ey. Das ist, glaube ich, das schafft keiner. Oh. Okay, Zusammenfassung. Ich bin fiktiv, spiele vielleicht in der TV-Serie und vielleicht in dem Film. Und vielleicht in dem Film. Vielleicht habe ich da mal mitgespielt irgendwann. Weiß nicht mehr. Im Film könnte ich auch drin sein, ist aber nicht mein primäres Metier, okay. Bin ich männlich? Ja. Bringt mich nie weiter, okay? Das legst dir schon mal richtig ein. Ich wäre lieber eine Frau. Dann will ich nicht mehr spielen. Männlich und jung. Bin ich aus einer TV-Sendung bekannt? Also keine Serie, sondern eine sag ich mal, die Schlag den Raab oder irgendwas in die Richtung. Nein, nicht in die Richtung. Wenn ihr übrigens mitratet gerade und einen coolen Vorschlag habt, könnt ihr das auch, ihr könnt gerne mitraten in den Kommentaren. Ihr könnt schreibt da einfach den Timestamp, also wo ihr gerade seid, bei welcher Sekunde, genau. Bei welcher Frage und dann könnt ihr einfach reinschreiben, wer ihr denkt, genau. Wer wir sind. Und dann bin ich jetzt dran, ne? Du musst ja aussetzen. Mhm. Mache ich Musik? Nein. Es gibt keine männlichen YouTuber, die keine Musik machen. Anscheinend schon. Ach shit. Es gibt nur sehr wenige, die Musik machen. Da wäre das Feld ganz eng. Perform. Okay, ich bin männlich und bin nicht aus einer TV-Serie. Verdammte Scheiße, was bin ich denn? Welche Serie hat einen Film? Shit, ich weiß nicht. Was ist, wenn man hier keinen Schimmer mehr hat? Was kann ich denn noch fragen? Du kommst drauf. Kannst du einen random Scheiß fragen? Ja. Random Scheiß fragen, okay. Aber du kannst doch sau viel fragen. Du hast echt noch sau viel offen, was du fragen kannst. Komme ich aus Deutschland? Oh, shit. Ja. 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 Wenn ich jetzt sage, dann weiß Stan das, aber ja, auf jeden Fall. Ja, muss okay, ich bin eine fiktive Figur von aus Deutschland. Okay, war ja im Jahr, ne? Ja. Spiele ich in einem Cartoon mit? Definiere Cartoon. Gezeichnet? Ja. Ja. Also Cartoon wäre die falsche Bezeichnung dafür eigentlich. Ja. Also Anime. Es gibt doch kein Anime aus Deutschland. Nein. Nein, Anime. Ist kein Anime. Wäre aber geil als Anime. Soll ich denn sagen, wie das heißen würde, theoretisch? Oder wäre das schon. Nein, ist zu einfach. Okay, muss ich sagen. Da gibt es nicht so viele. Okay, also ist kein Anime, Stan. Okay, ich bin aber gezeichnet. Ja. Also okay, ich bin dran. Ja. Welche Serie hat denn welche aktive Serie hat einen Film? So, wenn du in dem Moment drauf kommst, sofort GG. Ja. Ich bin ein Serienfan. Ich muss die eigentlich kennen. Und ich werde die auch wahrscheinlich kennen. Du kennst es 100%. Kennt jeder. Die Serie ist. Moment.
wenn ich die auf jeden Fall kenne, dann ist es ja wahrscheinlich irgendwas, was bei RTL oder... Ich denke nur laut, das ist noch keine Frage. Dann ist es irgendwas, was bei RTL oder bei ProSieben läuft oder so. Der Film von mir lief aber im Kino. Ja. Ja. Auch in Deutschland im Kino. Ja. Was? Hä? Von einer aktiven Serie lief man... Ja. Okay. Es wird dir wie Donner runterschmeißen, wenn du es endlich... Ja. Die Rolle, like die, Thunder. Die Rolle, like die Thunder. Ich spiele, ist älter als 30. Ja. Also ich bin älter als 30, okay. Bin aber... Oh Gott, das darf ich nicht fragen. Bin ich verheiratet? Ja. Was? Was zum Teufel? Ey, der Donner wird mich so hart treffen wahrscheinlich. Like Thunder, it will strike. Ja. Shit. Ist eigentlich so easy. Es ist aber einfach, sagt ihr, ne? Was? Bin ich so doof? Ja. Das war eine gute Frage. Die Staffel, die läuft, ist höher als 5. Ja. Ja. Also die Serie gibt's schon länger als, keine Ahnung. Ja. Sagen wir mal länger als 7 Jahre. Ja. Was? Das like Thunder. Like Thunder. Du hast das so eingeschränkt inzwischen. Ist das so eine amerikanische simpel. Produktion? Ja. Hä? Alter! Wieso komme ich da nicht drauf? Ich hab das so krass, mir fällt nichts weiter, ich kann das noch weiter einschränken, aber was bringt mir das, wenn ich da nicht drauf komme? Du hast das schon echt krass eingeschränkt. Also dir fehlt, glaube ich, eine einzige Frage und das wird wie Thunder reindroppen. Hatte ich schon Quatsch, ob das ein Drama ist? Soll ich mal einen kleinen, ganz kleinen Tipp geben, was du gerade falsch machst? Nee, gibt keinen Tipp. Ihr seid noch viel zu weit hinten. Nur in deiner Frageart machst du was voll komplett falsch gerade. Falsch ist sie nicht. Na, du musst nicht die Serie erraten. Ja, aber wenn ich die Serie habe, dann habe ich doch schon mal einen guten Step. Ja, weil würdest du was für einen Charakter rausfinden würdest? Ja, weiß ich ja. Ich bin 30 und verheiratet. Was? Das schränkt es total ein. Ich bin 30 und verheiratet. Das ist eine amerikanische Serie. Und das Genre habe ich auch schon eingeschränkt. Ich habe es nur vergessen. Das ist das Problem gerade. Du hast einen Dorf gedacht. Echt? Okay. Es ist ein Drama. Nein. Damn it. Okay. Ich bin, ne? Ich bin. Ey. Mach ich Comedy? Ja. Manche Leute behaupten, doch, klar. Das ist lustig, ja. Ich würde sagen, klar, Comedy. Also auch. Ich will auch lustig sein. Auch. Du willst auch lustig sein. Du hast auch. Du willst auch lustig sein, ja. Ich habe auch schon mal Lust. Hast auch schon mal einen guten rausgehauen, ja. Aber nur einen. Hab ich unter 500.000? Ja. Ja, hast du. Mach ich Let's Plays? Ja. Ja. Bin ich schon ziemlich lange dabei? Nein. Definiere lange. Ziemlich, ich würde sagen. Definiere lange erstmal, weil. Ist lange für dich ein Jahr oder länger oder mehr? Länger als 3 Jahre. Nein. Also, ich komme aus Deutschland, bin gezeichnet. Ist aber kein Cartoon? Kein Cartoon. Bin ich eine animierte Serie? Das ist einfach der Begriff, sorry. Wir können es eigentlich nicht sagen, weil das sonst... Nichts sagen. Häng dich da nicht auf. Nenn es Cartoon für dich. Wir sagen es am Ende, wenn es aufgelöst ist. Hä? Ihr macht da gerade so ein Terz drum, das verwirrt mich am meisten. Ja, Bardo verwirrt dich. Einfach, stell eine Frage. Faktor, Bardo hat nichts gesagt. Ich habe eine Frage. Sorry, Stan. Okay. Ich bin aus Deutschland. Kein Anime. Männlich. Bin ich eine Comedy-Figur? Nein. Nee. Okay. Nicht wirklich, nee. Warte. Bin ich die Hauptrolle in der Serie? Ja. Hauptrolle, aufschreiben. Okay. es ist eine Action-Serie. Nein. Kein Action, kein Drama, was ist das? Selbst so eine Art-Serie würde ich als Drama statuieren. Like Thunder. Like Thunder. Okay, mach ich Minecraft? Ja. Damn. Schränk das total ein jetzt. Jetzt hast du es fast. Hä?
Machen wir öfters mal Witze über den. Ja. Ich Minecraft-Expert. Ja. Nein. Nein! Ach, Mann. Nein. Oh, Sätze aufschreiben. So, ich bin... mache ich Kindersendung? Ja. Ja, du bist in der Kinderserie. Nur das meinst. Okay. Den hat's fast, glaube ich. Wie googelt ihr das gerade? Kindersendung Deutsch. Kinderserien aus Deutschland. Scheiße, ich kenne ja nicht mal welche. Ich glaube, die kennst du. Wäre komisch, wenn nicht. Hoffe ich jetzt mal, sonst ist es awkward. Bin ich eine Puppe? Nein. Nein. Schade. Wäre dein Vorschlag dann Pinocchio gewesen? Puppe oder? Nee, irgendwas Sesamstraße. Aber. Okay, okay. Sesamstraße okay. Ist aber nicht deutsch, oder? Ach, Pinocchio egal. Auch nicht. Okay, die Serie. Hä? Aber es ist eine real gefilmte Serie. Nein. Nein. Okay. Das war wie eine Nichtfrage, oder? Nee, es nein. Ist eine real nein. Gefilmte Serie. Nein. Ah, oh, shit. Also gezeichnet oder animiert, okay. Ich habe aber schon über 100.000. Nein. Nein. Ich darf gar nicht fragen. Also du darfst gar nicht fragen. Okay, ja. Dann setz Markus no. Nächste gleich aus. Dann nächste Runde. Ja. Ich bin nochmal okay. Ich bin eine Kinderserie. Hey, das ist so schwer. Aus Deutschland. Welche Kinderserien gibt es in Deutschland? Ja, wir sind alle ultra verwirrt, unsere Zuschauer, die geblinzelt haben. Die wissen jetzt, oh, ihr Spaß, diesmal. Ja. Ja, eure sind, glaube ich, obvious, aber meine, warte mal. Meins ist obvious? Inzwischen eigentlich ja. Ja, gut, vielleicht, weil ich es weiß. Okay, ich also, Bardo ist obvious. Ich spiele in. Ich denke mal. Warte, ich bin noch. Ich bin ja, ich, du bist dran, aber ich denke jetzt leise, okay. Ich spiele in einer Kinderserie mit und. Ich habe keinen Schimmer, welche Kinderserien gibt es in Deutschland? Die Ostdeutschland kommen vor allen Dingen. Was? Gibt eigentlich nicht so viele. Eben, das ist ja das Problem. Macht's einfach. Du kannst ja noch. Ist jetzt ein guter Tipp, du kannst bin noch mehr. Bin ich humanoid? Nein. Was meinst du mit humanoid? Das ja, bin ich, sag ich, eine menschliche Figur oder eher eine, sag ich mal, ein Tier oder sowas? Was ist die Frage jetzt? Bin ich humanoid? Bin ich humanoid? Nein, nein, nein. Okay, okay, also bin ich ein Tier oder irgendwas? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne keine. Okay. Ich bin ein Cartoon. Ja, ich spiele in einem Cartoon. Ja. Weil das hat Stan ja schon verraten, den der Cartoon vorhin gesagt hat. Und ich, ja, okay. Hä? Ich kenne keinen fucking Cartoon aus USA. Natürlich kennst du, Mann. Psst, psst, psst. Mit einer Hauptrolle, wo ein Typ 30 ist, ein Cartoon? Er ist so nah dran. Wir dürfen keinen einzigen Cartoon. Und dieser fucking Cartoon, der läuft auch im Fernsehen. Ja. Vielleicht. Und der ist so groß, dieser fucking Cartoon. Ah, kann schon sein. Ja, okay, ich weiß es. Aber der Film, der kommt erst raus in Deutschland. Thunder. Der lief noch gar nicht. Ja, dann weiß es doch nicht. Hä? Nein, der weiß es doch nicht. Oh, Glück gehabt. Ich will nur kurz reinwerfen, der SpongeBob like Film, der lief noch nicht in Deutschland. Natürlich. Aber das, darum geht's nicht. Aber es gab 2004 oder so einen SpongeBob-Film. Ach, fuck. Okay, aber ich frag gleich trotzdem nochmal Schwammkopf. Auch mein Schwammkopf. Okay, Markus muss aussetzen, war du auch? Stan ist dran. Nee, ich muss nicht aussetzen. Nicht? Doch, du hast sogar Stan. Schwammkopf gesagt, oder? Nee, er hat nur ja, das ist was anderes. Ist egal. Stan, du bist... Okay, ich bin also ein Tier. Und eine Kinderserie, die aus Deutschland kommt. Das ist so obvious, Stan. Deins aber erst. Deins ist richtig obvious. Stan, du musst drauf kommen. Bin ich eine Biene? Nein. Aber warte mal, wo ist SpongeBob denn verheiratet? Stimmt. Das ist viel wichtiger, ne? Sein Beruf ist der verheiratet. Okay, ich bin nicht Biene Meier. Okay, das haben wir gemeint. Verdammt. Biene Meier ist auch gar nicht deutsch. Doch. Aber oder? Ganz ehrlich, das muss ja dann. Belgisch oder so, glaube ich. Es muss ja dann irgendeine fucking Serie sein, die auch total bekannt ist. Was ist denn da noch außer SpongeBob? Gibt nichts anderes. Gib einfach auf. Was sind. Ja, like Thunder. Ein Cartoon? Like Thunder. Ein Cartoon, der auch in den USA produziert wird. Like Thunder. Und irgendwie in 5 Milliarden Staffeln hat. Und der in Deutschland läuft, wo es auch einen Film zu gibt. Alter, du hast gerade so viel gesagt. Ich glaube dir nicht mehr, dass du es nicht weißt. Ich weiß es nicht. Das wirkt mir verarscht, weil du für alles aufzählst. So obvious ist es. Na, ich kenne den bestimmt nicht. Doch, klar, Mann. Ich wette, ich kenne den nicht. Die ganze Welt kennt es. Oh, ich könnte den Tipp geben, aber ich lasse es. Nein, ich weiß es. Du bist so nah dran. Ich gerade getroffen. Like Wanda? Ja. Like Wanda hat. Ich bin gelb. Ja. Okay, um euch noch eine Chance zu geben, bin ich Bart Simpson?
Ja, nein. Das wär's aber, ne? Ja. Ja. Ich wollte dich auch eine Chance geben. Das, okay. Oh Gott, okay. Oh, warte. Wie doof. Wie doof. Kennen wir die Person? Ja. Ja. Haben wir Kontakt mit der Person? Ja. Ja. Das ist Pascal. Nein. Oh nein. Schade, du bist nicht Pascal. Total der Insider, niemand weiß, wer Pascal gemeint ist. Wie viele Pascals gibt es? Vielleicht heißt die Person ja auch Pascal. Oh, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Oh Mann, ja. Okay. Das siehst du in der Quante. Ich bin so doof, ey. Oh. Ja, das stimmt. Aber ich soll ja auch gegenwärtig auch nah dran sein, aber ich habe keinen Schimmer. Eigentlich schon, Stan. Ich bin keine humanoide Figur und ich bin männlich und ich komme aus Deutschland. Da wir das alle gleich im nächsten Zug lösen, ist es ja eigentlich. Ne, ist und eigentlich ich bin egal. Eine Kinderserie. Verdammte ja. Scheiße, ich habe nie Kinderserien von Deutschland geguckt. Kennst du aber. Und Bardo, du hast sogar über Homer, also über Simpsons getweetet und gesagt, dass du die ganz geil findest. Scheiße, stimmt. Ja, ich finde die auch ganz geil. Bis zur 15. Staffel oder so, dann verlieren die sich. Ja. Dann darf ich den Tipp geben, dass du das löst? Gerne. Fängt mit dem gleichen Buchstaben an wie ein Lieblingsessen. Und auf einer großen grünen Wiese ist ein großer grauer Berg. Streck die Beine und in den Himmel. Neben ihnen, da sitzt ein Zwerg. Nein, der Zwerg? Der heißt... Nee, das kann ich nicht sagen, sonst weißt du das. Ja. Eigentlich müsstest du jetzt schon wissen. Der Zwerg heißt Otto. Der Zwerg, der heißt hier Günther. Du hast ihn, jetzt musst du es wissen. Ich kenne das nicht. Das ist doch das Alte. Oh Mann. Es ist ein Tier, es ist grau. Es ist ein Tier. Ein graues Tier, Mann. Wie viele graue Tiere gibt es? Ich kenne geile Goats. Und du bist smart. So, du bist smart. Du bist, nein, gar nicht. Du hast eine rote Mütze auf. Gut. Und du kannst sprechen. So, du jetzt. Machst immer Türen kaputt. Und dass du sprechen kannst, ist sogar in ja. deinem Namen drin, mehr oder weniger. Du machst immer die Tür von Herrn Lieb kaputt. Ja. Der immer Geld alle sind lieb zu dir. Und sein total ausbeutet. Der mit deine Geld schlimmsten Abenteuer sind sowas, dass du mal irgendwas kaputt gemacht hast. Dann bist du traurig. Und Otto hat rote Haare. Ja. Und es gibt die auch als Kassetten. Kassetten du als Benjamin. Benjamin Blümchen. Ja. Der ist klug. Sehr hat schon gefunden. Hätte das so geschafft. Ein kurzen hier den Joke einwerfen. Ich hatte Zweifel, ob Stan ihn kennt. Da hat Markus mir geschrieben, dass du wissen, habe ich geschrieben, Stan ist ja russisch erzogen worden. Der kennt vielleicht höchstens Benjamin Blenichen. Und das wäre, glaube ich, den kennst du wohl eher. Okay, Markus. Ja, gut, Stan. Nicht schlecht. Das ist nur ein, zwei Tipps. Wir sagen ihm den Namen und er redet. Wir freuen uns. Was? Gut gemacht. Deswegen bin ich mit einem kleinen Kind spielen. Nee, ich habe meistens schon lange. Ach nee, bin ich. Du hast noch nie getroffen. Bin ich. Ne, komm, ich gebe noch eine Chance. Ich gebe noch eine Chance. Bin ich SpongeBob Schwammkopf? Ja. Fuck. Ey, welche Minecraft-YouTuber kennen wir denn? Ist nur Pascal. Also Top-Comments oder Kommentieren zählt auch als kennen, oder? Echt? Achso, ich dachte oder? Persönlich. Oder zählt das? Zählt das auch? Zählt es auch, Stan? Nee, persönlich nur, ne? Dann nicht, oder wie? Nee, doch, nur persönlich. Nee, das persönlich. Passt. Persönlich. Kennen wir den persönlich? Ja. Nein. Doch, ja. Auf jeden Fall. Was? Ja, wir kennen mal keine Mindgame. Ich spiele Mindgame übrigens. Das. Ein unnütziges Mindgame, ja. Macht ihr schon viel Minecraft? Nein. Toll. Ich bin Homer Simpson. Ja. Okay, hat er unter 1000? Nein. Hat er unter 5000? Ja. Was? Okay, du hast es jetzt, ich fühl's. Hä? Penis wird enger. Was? Ja, welcher Minecraft-YouTuber zwischen 1000 und 5000 kennen wir? Okay, ich geb dir noch einen Tipp. Du bist kein Minecraft-YouTuber, du hast nur mir eine Kraft. Wenn ich jetzt selbst bin, zählt das nicht, weil ich kenne mich schon persönlich. Ja. Ja, du kennst dich persönlich. Du kennst dich persönlich. So. Das wäre aber mein Twist. Du machst auch Comedy, das war auch der Fall. Bin ich, ne? Ja, das ist mein smart. Das macht. Ich hätte gedacht, ich dachte am Anfang, ich bin einer von uns. Denk dran, ja. Ja, wähl mal. Sag mal was dann. Weiter. Ja, aber so gut kennen wir uns nicht. Wir hatten mal Kontakt. Was? Doch, klar, du kennst den. Tausend. Was? Ich leg nur falsche Fährten, um dich zu verwirren. Du kennst Danke. Schreiben wir mal mit dem ab und zu. Joa. Ja.
Stanford ich schreibe nur mit Hack hier, der hat mehr als 5000. Ja. Das ist mir jetzt nicht. Ja. Das ist Spaß, ich würde alles schreiben in den Kommentaren, oh, ihr gibt voll falsche Fährten, stimmt alles überhaupt nicht. Das sind überhaupt keine falschen Fährte, das ist alles richtig. Aber Markus, wenn wir Joa sagen, ist das eigentlich ein Ja. Es ist ein deutliches Ja, es ist einfach nur Verwirrung. Es ist nur Verwirrung. Jedes Joa war eigentlich ein deutliches Ja. Ich bin's aber nicht selbst, oder? Nein. Du musst aussetzen. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Wow, das ging schnell. Mann, so eine gute Runde. Was? Du hast schon gesagt, dass du Stan bist, oder? Was? Du hast so das... Hey, ich bin nicht Stan, oder? Hast du gerade gesagt, oder? Nein. Bin ich Stan? Nein. Oh, ja, du bist Stan. Ich hab nur gefragt, ob ich einer von uns bin. Ich hab gesagt, nee. Wir haben Jor gesagt. Bullshit. Ich kenne die Person richtig gut. Jor geht. Ja, kennst du doch. Bullshit. 10 Minuten mit Wayne AFK sitzen können, weil wir zu viele falsche Fährten gesteckt haben. Ich hab gar keine falschen Fährten gelegt, das war Bardo. Ich hab gefragt, ob die Person richtig gut kennen und so du, ja, Top Comments mal ab und zu. Das waren falsche Fährten. Ich hab doch gesagt, du schreibst mit ihm täglich. Hast du? Ja, du hast doch gefragt, schreibe ich mit ihm? Ab und zu mal habe ich Joa gesagt. Ab und zu cool. Ist auch Joa gesagt. Joa, manchmal. Ja, manchmal. Okay, das war eigentlich eine gute Runde. Wir müssen nur weniger falsche Fährten setzen, weil ich glaube, das ist uns zu asozial eigentlich. Ich sehe das jetzt unfair an. Das ist unfair, ja. Ich lade das nicht hoch, okay. Cross-Promo denied. Ein Herz für Markus. Also nicht die anderen abonnieren. Wie geht das jetzt nochmal? Das haben die mir gezeigt. So. Ich mache Facecams nicht rein. Und noch eine Runde oder reicht das für? Wir haben 30 Minuten. Das reicht, würde ich sagen, oder? Jo. Ich würde auch sagen, das reicht, ja. Jo, okay. Das war spannend. Yeah. Wenn ihr es erraten habt, schreibt es unten rein. Ich glaube nicht, dass es jemand erraten hat. Das Stan war voll schwer. Spaß. Ja, Benjamin Mann. Blümchen war auch schwer. Und Homer Simpson war auch schwer. Die waren alle einfach eigentlich. Oh, hab ich meine Cam noch an, ich mach die mal aus. Ja. Ah, nee, ich mach zuerst los.